machen wir hiermit. Und dann zwei Würfel hoch. Eine 9. Das ist ziemlich hoch. Das ist vier. Das ist eine niedrige. Dann dürfte ich gerne, würde ich gerne anfangen. Darf ich, würde ich anfangen wollen. Ha. Deutsch ist heute nicht mein Freund. Hier einmal bitte zum Abheben. Dann. Ich hätte es ja wenigstens gern mal zu dir gepackt, weil dieses... Ist halt nah von der Distanz. Ja, und mit offener Hand spielen, das hätte mich halt mal gereizt. Gerade so deine Gedankenzüge, wenn du meine, ihren Gedanken kennenlernst. Ich halte. Kein Land. Dann kein Team, sei denn, du spielst Mana Lestrange. Ich denke mal, das muss ich nehmen. Ja. Ich glaube, schlimmere 5 kannst du ziehen. Ja. Würde ich von ausgehen. Dementsprechend. Ich finde die Matten übrigens sehr schön. Ich muss mal irgendwie überlegen, ob ich die irgendwie schaffe abzugreifen. Hier mit dem Mastermind, hier mit dem Champion. auch der Polarstorf. Ja, genau. Hätte der bloß gewonnen, dann hätte der Mana OP Flamethrower kann ich geben. Du musst da gerade runterlegen? Ja. Wenn ich dran denke, sage ich dir gleich mal was. Kannst du was zu sagen? Gut, dann fange ich mal an. Jawohl. Dein Zug. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ich weiß immer noch nicht, was du spielst. Das ist dein Vorteil. Das ist halt mein Nachteil, dass ich jetzt ausnahmsweise mal nicht aufgepasst habe, was mir Gegner spielen. Ich muss mal gucken nachher noch, wie die Vollkarten in der Kamera aussehen. Ja. Wasteland. Response. Tap Blue. Rainstorm. Rainstorm. Ja. Du siehst nicht begeistert aus. Sagst sehr, was ist das denn? Ja, da muss ich auch noch dran arbeiten. Bei Arena sieht das keiner. Ja. Genau. So, du hast zwei oben draufgelegt? Einer habe ich schon draufgelegt. Dann gut. Dann dein Zug. Kommt der Draw. Ja. Dann ist das deiner. Dann lege ich mal so eine Ebene und gebe meinen Zug wieder ab. Mono White Control. Okay. Gut, Snow Covered. Ich muss meine Inner Steves nochmal wechseln. Ich war so froh, dass sie die jetzt in Full Art rausgebracht haben. Ja, das ist. Die sieht doch schick. So sieht sehr schick aus. Gut. Ich müsste mir eigentlich schon mal ein paar normale holen. Ja. Fetch or no fetch? No fetch. Jetzt fetch. Ja. Also bei den Würfeln ist es tatsächlich so, du gehst bis auf die 11. Ja. Und dann musst du den Eimer komplett umdrehen. Die 11 und die 10 sind genau entgegengesetzt. Okay. So.
Das ist jetzt der Revised Ustinov. Ja, genau. Sieht man an den Farben. Ja, der Farben. Abheben? Ja, bitte. Dann zeig mir dein Schlimmstes. Bonder? Schönes Bonder. Ja. Nachdem ich das gestern übersetzt habe, muss ich das heute mal austesten. Wie läuft's bei dir? Was Wichtiges machst, ja, ist korrekt. Das ist korrekt. Soll ich mal einen Ponder? Er ist so wunderschön. Gut, dann drawst du. Jawohl, ja. Land, Wasteland, alles klar. End of turn. Dann würde ich gern eine Stoneforge reinbringen. Ja. Mit dieser Stoneforge hole ich mir ein Spotfinders. Jawohl. Ich immer noch keine Ahnung habe, was du spielst. Einmal abheben. Gut, dann enttappe ich. Jawohl. Trigger Ätherfiole bleibt auf 2. Okay. Dann ziehe ich eine Karte. Wasteland? Mother of Runes? Okay, das ist eins. Okay. Das Problem war, ich hatte Wasteland und zwei andere Karten, aber du hattest den Port. Wäre das was ganz anderes. Ich weiß auch nicht, wie der wieder durchgekommen ist. Ich meine, es ist interessanter, wenn du irgendwie schaffst, eine Lilly. Ich finde es auch gut, Lilly ist ein guter Planeswalker, der jetzt auch wieder zurückkommen kann, der nicht overpowered ist. Ja, wird auch. Der nicht overpowered ist. Warum musste man so eine Scheiße wie Random Six drucken? Damit man die Modern Horizon Booster verkaufen kann. Lilly ist vollkommen okay für das, was sie macht. Ja, tatsächlich. Random Six wäre auch okay, wenn er einfach ein Mana mehr gekostet hätte. Du hast auch. Ja. Für 3 Mana wäre der auch okay gewesen. 2 war halt kaputt. Im Modern ist es aber noch illegal. Ich finde das lustig, dass wir jetzt eine Karte haben, die im Legacy gebannt ist, aber im Modern legal ist. Falls Wasteland mal im Modern Horizon Set drin ist, dann wird der sofort mit dem Release weggebannt. So. Du nicht. Nein, ich habe keinen Stift. Musst du mal vorne einen von den fragen. Ich nehme neu. Ich kippe. Bist du jetzt auf 5? Ja. Und zwar direkt und nicht erst in einem halben Jahr. Ich denke, oder so. Selbst mit Master Sets, die haben, obwohl es wächst ohne Ende, haben die ihr Team nicht hochgezogen. Genau. Und ich denke, das wird schon noch 2-3 Jahre dauern. Und aus Historic, die haben bewusst jetzt ältere Karten, die älter als Pioneer sind, gedruckt. Und ich habe ja eher die Hoffnung, dass das mal dazu führt, wenn Pioneer da ist, dass das mal zu einem Legacy wird. Dass die praktisch die Karten, die schon geendet haben. Das wird nicht passieren. Maximal Modern tatsächlich.
Aber wenn sie es mit Master-Sets machen, ist Legacy drin. Das ist halt der ja, hier. Ja, aber das denke ich nicht. Und wenn doch, ist es ein sehr verkrüppeltes Eternal-Format. Weil die Formate wie Modern oder Legacy leben ja davon, dass sie alte Sachen haben. Karte Nummer 1. Karte Nummer 2. Der Rest sieht glücklich aus. Jetzt nicht mehr. Ja, Delve of Secrets. Gute Karte. Ist das? Jo. Dies. Und deiner? Trigger? Ja. Das sind die guten Delver. So mag man sein, Delver. Schön geflippt. Für 3? 17. Du. Jo. Deiner? Beat für 3? 14. Ja, Tarmogoyf. Der gute Tarmogoyf. Ja. Jo. Wächst er auf 3-4? Deiner. Ich bin gewacht. Du. Das wird kein gutes Ende nehmen. Dann du. Einmal abheben. Jawohl. Wie viele Landkarten hast du? 3. 3. Alle 3 gut. Natürlich. Wer was anderes behauptet, lügt. Lock, Tab, Schutz vor Grün. Jo. 5. Dann deiner. Für 2. Jo. Und deiner. Ende der Zug ist, kommt er wieder. Genau. Und dann Trigger. Der. Genau. Und Trigger. Hat er einen Wasteland gezogen? Hat er keinen Wasteland gezogen? Hat er einen Wasteland gezogen? Hat er einen Wasteland gezogen? Ja.
Ich ärgere mich, dass ich eben nicht das Caracas. Ich weiß nicht, ob's meine Argumente, den Port zu nehmen. Nein, du wusstest, dass das Wickerwiss kommt. Ja, ich dachte halt, wenn du keinen Mana mehr hast und wenn du noch eins hast, dann ist es auch sehr wahrscheinlich wieder ein weißes. Ja, und deswegen dachte ich, du kannst mir den tappen, dann bin ich noch einen Zug langsamer. Genau, eine Antwort. Das. Ich denke mal, es ist 50-50. Das kann so oder. Ja, der Port ist halt jetzt wie. Jetzt muss ich eigentlich auch. Ja, jetzt musst du Holzwege zu Ende gehen. Ja. Und dann bist du. Ja, das ist eine gute Karte. Ponder, ne? Komm. Hey, Brainstorm, viel besser. Trigger? Ja. Flip. Oh, und Days. Das muss ich mir wohl merken. Kann ich auch hier hinlegen. Alles gut, du kannst sie auf die Hand nehmen. Ich muss das ja auch lernen. Ja, beim Grand Prix schreibst du es auf. Also, genau. Dann bist du. Tapp ich, ziehe ich eine Karte. Und dein Zug. Solange ich dich auf einem Land halten kann. Ach, da kommen die Wastelands. Die brauche ich jetzt. Du bist. Du bist. Tap? Ja. Ein Tap? Ja. Draw. Schutz vor Grün. Beat. 16. Und einer. Deiner. Schutz vor Grün. Beat. Und einer. Ja, mehr Delver. Mehr Delver, mehr gut. Okay, das ist Trigger. Ja. Oder? Warte. Du flippst den, greifst mich an, gehe ich, block ich, gehe ich auf den Equippe, schwing zurück, ziehe, bin auf 2, es darf kein Delver kommen, es muss ein Flip kommen, wenn ein Flip kommt, kommt keine andere Karte. Ja, ist okay. Dann dein Zug. Trigger? Das ist kein Flip, das heißt, es ist eine Kreatur oder es ist ein Land. Dann bist du. Oh, nice. Und tap. Draw. Trigger? Ja.
equipped in Spirit of Labyrinth. Ja. Schutz vor Grün. Okay. Beat für 5. Schießt 2 hier hin. Okay, das war's. Ich denke auch. Ohne Bolts. Ja, jetzt noch gerade noch den das Sky von der Doppelschutz für den nächsten. Die wäre auch gut gewesen. Da kommen die Hitze auch noch. Alle ja, ich hatte so viel, aber kein Schwarz. Ich hatte überlegt, ich hatte es riskiert. Ich hatte direkt mehr Druck gelegt. Ich hatte statt.